eine verrufene Schönheit. Nach gefühlt ewiger Schweremut wird neue Lebenskraft in die einst grauen und trüben Landstriche gehaucht. Der Gang ins vertraute Heim, voll Glück, Frohsinn und sanfter Melodie. Von unverkennbarer Schönheit und Eleganz erblüht sie in majestätischem Ausmaße. Tanzend auf weichen und nachgiebigen Untergrund verführt sie so manch naiven und einfältigen Burschen. Voller impulsiver Tatendrang wird sie unbedacht und frevelhaft erfasst. Solch ein Unterfangen bleibt für gewiss nicht ohne Sühne. Ein qualvoller Aufschrei und aufgequollene rote Gliedmaßen sind zu begutachten. Die nachfolgenden Kontroversen entziehen sich natürlich jeglicher Beachtung. Ja, besessen und verflucht die Auffassung des jungen Burschen. Unbedacht dessen, eine junge Dame erfordert eben sorgfältige Pietät. Unzählige Leiden hatte sie bereits lindern können. Schmerzen dauerhafter Natur, Schweremut, ja selbst Väterchen Frost. Unglücklicherweise befördern die jüngsten Erfahrungen die Vergänglichkeit der alten Weisheiten und Tugenden. Ach, welch eine Schmach! Ihr Ansporn, Wohltat und Liebe, die Gegenleistung, lediglich Achtung und Herzlichkeit. Wird dieser Pfad erklommen, steht dem Burschen eine harmonische und glorreichen Tanz bevor, der ein goldenes Zeitalter einleiten wird.